Sehr geehrte Damen und Herren, 50 Jahre sind für eine Bildungseinrichtung schon ein beachtliches Alter. Die Bezauer Wirtschaftsschulen stellen einen Fixpunkt in der österreichischen, insbesondere der vorarlbergischen Bildungslandschaft dar. Vor allem möchte ich Sie aber bitten, weiterhin am Puls der Zeit zu agieren, um unseren Schülerinnen und Schülern neue Berufsfelder zu erschließen und damit weiterhin dafür zu sorgen, dass in Österreich die Jugendbeschäftigung auf dem international hohen Stand bleibt. Der heutige Festakt mit dem 50 Jahre BWS, ein halbes Jahrhundert Bezauer Wirtschaftsschulen gefeiert werden, darf als denkwürdiger Augenblick in der Bildungslandschaft des Bregenzer Waldes und des Bundeslandes Vorarlbergs angesehen werden. Und genau aus diesem Grunde ist es eine besondere Freude, Sie die nächsten 3 Stunden durch das Programm führen zu dürfen. Sein Jubiläum ist immer auch Anlass, um auch an die Anfangsjahre zurückzudenken. Den Gründern, Vätern der Bezauer Wirtschaftsschulen, aber vor allem auch Direktor Gebhard Huberleck, der selber 33 Jahre die Schule geleitet hat, war es 1972 ein besonderes Anliegen, den jungen Menschen auch im ländlichen Raum eine qualifizierte Ausbildung zu ermöglichen. Es ist immer eine sehr große Freude, nach Bezau zu kommen, diese wirklich hervorragende Fachkompetenz, aber auch das außergewöhnliche Engagement erleben zu dürfen und diese menschliche Wärme zu spüren. Und dafür einen ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich bin etwas überrascht über die große Anzahl an Gästen heute. Und ja, boah. Eine Sache ist mir besonders wichtig, und zwar, dass dieser interessante Schulstandort eigentlich im Herzen des Bregenzer Waldes einfach sehr wichtig ist, auch für uns der Marktgemeinde Bezau, weil es einfach eine tolle Belebung ist der Schüler und zum anderen natürlich auch jährlich Schüler, Spezialisten, sage ich mal, in die Arbeitswelt ausgespült werden und wirklich unsere Betriebe in unserer Region bereichern. Auch wenn ich nicht im Tourismussektor geblieben bin, die Werte der Vorarlberger Tourismusstrategie, welche man mir während meiner 5 Jahre BWS stetig nahegelegt hat, werde ich wahrscheinlich nie mehr vergessen. Weltoffene Regionalität, Nachhaltigkeit und Gastfreundschaft. Ich werde diese Werte auf meiner Laufbahn weiterhin mit mir mitnehmen. Nicht nur als Vorarlbergerin, sondern auch als stolze BWS-Absolventin. Krisen der Zeit. Es gibt so viele, aber welche ist die wichtigste? Der Klimawandel? Die Inflation? Der Coronavirus? Der Ukraine-Krieg? Oder der Tod der Queen? Ich habe doch alle keine Ahnung. Wir haben Frieden in Europa. Frieden, bis ich komme. Menschen leiden, Leute sind auf der Flucht. Fertig. Denn die ganzen Sanktionen, Energiepreise stehen in Ruhe. Leute sind am Leiden. Über mich muss ich berichten. Und nur über mich. Heute ist ein Fest. Wir feiern Geburtstag, pflegen gemeinsam dieses Ritual, sammeln neue Kräfte in der Gemeinschaft der Region Bregenzer Wald und lenken unsere Aufmerksamkeit auf die Gegenwart. Ich spüre derzeit eine leichte Ziel- und Orientierungslosigkeit bei Jugendlichen. Nicht nur, dass die Berufswege trotz enormer Chancen am Arbeitsmarkt nicht klar sind, sondern es fehlt etwas an innerem Antrieb, an mangelnder Belastungsfähigkeit und abnehmender Konfliktkompetenz. Ein leichter Phlegmatismus macht sich breit. Auch vermisse ich die wichtige Suche nach Diskurs und Reibung bei den 15- bis 19-Jährigen. Es wird so leicht alles hingenommen und akzeptiert. Eine Gefahr für die Demokratie, insbesondere bei einem Wahlrecht ab 16 Jahren. Bei den Erwachsenen war vor 4 Jahren die Bereitschaft, den Job zu wechseln, bei 40%. Jetzt sind es scheinbar laut einer Studie 70%, die darüber nachdenken, die Arbeitsstelle zu wechseln.
Diese Unruhe spüren wir auch an der Schule. So viele Schulwechsel mit Ein- und Austritten zu Beginn dieses Schuljahres hatte ich in meiner bescheidenen Zeit als Leiter noch nie. Was man anfängt, macht man fertig, gilt nicht mehr. Die Jugendlichen dieses Hauses, also alle Schülerinnen und Schüler, sind der Sinn und Zweck all unserer Anstrengungen und unseres Wirkens. Wir haben ein bauliches Fundament im Herzen von Bethau, das die besten Voraussetzungen seit Jahrzehnten für eine artgerechte Ausbildung bietet. Dazu mal ist alles noch ein bisschen kleiner und einfacher gewesen. Doch die Schüler müssen auch schon viel müssen lernen und bei Tests und Prüfungen fest nachsehen. Ab und zu haben sie sicher auch das Gefühl gehabt, sie kommen gleich zu Sperren. Sogar Geheimschrift, als Steno bekannt, heißt Gier. Heute weiß kein Mensch mehr, wie man das schreibt. Heute wird einfach als in Google eintippt. Jetzt gibt es einen Hack, eine Halte und eine Werkraumschule am Standort Spätze. Der Gast hat sein Asyl gewählt, darum tät ich sagen, die Ausbildungsvielfalt Spätze ist fast nicht mehr zum Steigern. Wir wünschen der Schule mindestens nochmal 50 Jahre, allen Schülern ein lehrreiches Jahr und den Lehrern nicht allzu viel graue Haare. Spätze war, was Ausbildung anbelangt, immer schon ein Schwerpunkt. Da kam die Idee, das weiter auszubauen. Wir hatten das Borgeneck und der nächste Schwerpunkt sollte dieser kaufmännische Bereich sein, der wirtschaftliche Bereich. Und da hatten wir die Vision, für die Talschaft im ländlichen Gebiet eben diese Ausbildung zu forcieren. Und das, glaube ich, ist doch zu einem guten Maße gelungen über die verschiedenen Schultypen, beginnend mit der Handelsschule, wie wir heute schon gehört haben. Ich erinnere mich auch an die vielen anderen Initiativen, die von der Schule ausgegangen sind und die wir gewinnbringend, glaube ich, für die Region gemacht haben. Ob das Studien waren, via Verkehrszählung, via Gästebefragung, via Einkaufsstudie, via Pendlerstudie und so weiter. An diese Zeiten erinnere ich mich auch sehr, sehr gerne zurück, weil es immer wieder gezeigt hat, dass Wissen und Erfahrungen aus der Schule auch nutzbringend für die Region investiert werden konnten. Das sind auch schöne Erinnerungen. Ich darf ein spannendes Projekt, wo du noch begleitet hast, ich kaufe im Wald, weil eine Diplomarbeit und ich schließe mich an. Die Regio ist da eine super Kooperation, weil sie die Jugendlichen wirklich selbstwirksam was tun lässt. Also es gibt natürlich so die Gefahr von Unternehmen, dass die Jugendliche mal irgendwas tun lassen und am Schluss landet es in der Schublade. Jugendliche spüren das sofort und dann ist schon die halbe Energie heraus und das ist ganz schwierig dann für uns. Und da lässt man sich wirklich an konkreten Fragestellungen was tun, sie müssen präsentieren und in der Regel nimmt man auch die eine oder andere Aufgabe oder das Ergebnis auf und setzt das um. Und das ist schon toll, also da sind wir sehr dankbar. Auch die Diplomarbeiten, Abschlussprojekte, Werkraum darf ich auch erwähnen. Das sind tolle Geschichten, wo wir natürlich eine starke Region sind, starke Betriebe haben und das spüren wir natürlich dann an der Praxisorientierung unserer Jugendlichen. Und was man alles mit den Schülern angesehen hat. Ja, man ist gegen England gegangen, gegen Frankreich, Italien, Spanien, bis gegen China hast du können. Ja, verrückt, gell. Aber alle Schüler hat man denn auch nicht mitten auf die Reise, ne, gell? Holt. Warum, Josef? Ja, wusst, dort mal in der dritten Klasse, der nie nach der Schule mit meiner besten Klassenkameradin
ein bisschen in kehlabiger Schmuse, weißt du? Ja, und den? Ja, das hat leider der Huberlik gesehen, gell? Und den hat das ein Theater gehört. Mehr bitte, mehr hinten nicht mit auf die Woche Tür. Aus Sicherheitsgründen. Ich spiele On the Cover of the Rolling Stone von Dr. Hook. Hey, als Hotten er vom Stuhl, der sonst Bärze an der Schuhe und es kippt mal überall. Der Sandplatz erklärt und der Sandplatz am Riff, hint von einem Diamanten der Schliff. Und da Höttl ist ein Boots, cool und so fein. Sie hat sie wirkmangelt, wie sie ist. Und das hat sie angeschaut, damit Simmers endlich Rapper auf die Bühne von der BBS. BBS, wenn ich schon ein Stück höre von der ABS. Und das Gel verdreht in das KBS. Der Wind ist sehr gern sehr auf der Bühne von der BBS. Wenn ich hör'n Stück hör'n von der ADS und das Schell verdreht in das KBS. Mehr Wind, das sehr gern sehr auf der Bühne von der BBS. Completa la tabella, ok? Capito? Molto bene. Buongiorno, mi piace molto apprendere l'italiano. Wir lernen da Italienisch in der Schule und es ist echt ein cooles Fach, weil man das voll gut brauchen kann, eben im Tourismus und so, und dann gut mit den Gästen kommunizieren kann. Und ich gehe auch im Sommer ins Praktikum nach Italien und freue mich dann schon dort, die Sprache wirklich gut zum Lernen, und es macht echt voll Spaß. Arrivederci. Die Zusammenarbeit mit der HLT in Bezau, mit der Hotelfachschule in Bezau, wahnsinnig wichtig. Das fährt beim Praktikanten auch. Und für uns ist das halt wieder eine Chance, uns halt als Partner zu beweisen eigentlich. Wir sind für die Werkraumschule und wir machen hier unser Abschlussprojekt. Das ist für den Kindergarten in Eck. Und da machen wir das Sandkastenschiff. Also das ist ein Sandkasten in Form von einem Schiff.
waking up in the morning, gotta thank God. I don't know, but today's I'm in love with the shape of you. Festgäste, herzlichen Dank allen, die zum Gelingen dieser Feier beigetragen haben. Spezieller Dank, und ich darf es jetzt kurz hinter mich auf die Bühne bitten, gilt den Jugendlichen aus der Kirche und den drei Kirchen. Bitte, kommen früher. Service ebenfalls, bitte alle nach vor. Bleiben Sie uns verbunden und kommen Sie gut heim. Auf Wiedersehen, Ihre Ibiza Wirtschaftsschule. Ja.